jetzt. Und da tatsächlich diese Hingabe und sich dann nicht ablenken zu lassen, sondern auch bei einem Faden zu bleiben. Was nicht heißt, dass der Faden eintönig sein soll. Der kann Abzweigungen haben, der kann facettenreich sein, aber sich wirklich zu besinnen auf das, was man gerade macht. Ich meine, wir hier auf der Erde haben ja Zeit und Raum. In der geistigen Welt ist ja Zeit und Raum sowieso bedeutungslos, aber umso schöner auch, also es ist nur wichtig, sondern ich finde es auch schön, ist es, sich dann auch wirklich zu besinnen auf den Moment und mit dem Tier zum Beispiel oder mit dem anderen Menschen, mit dem Baum, der da gerade ist, mit der Natur, wo man gerade ist, diesen Moment auch zu haben und da ganz bewusst zu sein. Ja. Also ich glaube, für ein wirkliches erfülltes Dasein ist es beim Menschen nötig, dass er die Intensität, die Hingabe des Augenblicks mit der Weite des Verantwortungshorizonts zusammenbekommt. Also die Intensität des Hier und Jetzt mit dem Zusammenhang. Dass das nicht ein Splitter ist, sondern dass das im Zusammenhang sich erleben lässt, auch mit dem großen Ganzen, mit dem göttlichen Bewusstsein, wie man das so auch nennen mag. Und das große Problem ist, die Menschen werden heute wirklich auch depressiv. Ich meine, das ist auch nicht leicht. Wir haben eine innere Konstellation, die macht es uns in gewisser Hinsicht schwer. Weil wir unterscheiden uns von den Tieren durch die neu hinzugekommene Fähigkeit zum Sprechen und Denken, zum individuellen Lernvermögen, zu dieser Intelligenz, die wir haben. Ich nenne das jetzt mal unsere Vernunftseele, wie Biologie, Theologie, Philosophie das so im Wesentlichen bestimmen. Also wir haben diese besondere Vernunftseele, und auf der anderen Seite ist es uns ganz schwer geworden, weil vorher all die einzelnen Motive in uns, Fressen, Saufen, Sex, Macht, waren durch eine unbewusste Steuerung, durch den Instinkt festgelegt. Bestimmter Reiz hatte bestimmten Effekt, den er ausgelöst hat. Eine Wirkung, eine Reaktion, Reiz-Reaktions-Automatismus. Und dementsprechend war das kein Problem. Also das Tier konnte das eben jetzt dann als harmonisch erleben, dass es da eine feste, berechenbare Steuerung hatte. Dadurch, dass das bei uns Menschen frei geworden ist, also bei uns ist das nicht mehr so festgelegt, dass ein Reiz eine bestimmte Reaktion auslösen muss, sondern dazwischen liegt ganz viel an Erfahrungen, an Lernvorgängen, an auch kreativen Denkvorgängen, wie wir auf einen Reiz reagieren wollen. Wir können das. Es schließt aber auch ein, dass bei uns die Möglichkeit besteht, maßlos und pervers zu werden in unseren Reaktionen, in unserem Umgang mit diesen Einzelmotiven, Fressen, Saufen, Sex, Macht, wie das kein anderes Lebewesen kann. Das heißt, in uns treffen aufeinander die neue Fähigkeit der Vernunftseele und auf der anderen Seite der wilde Wirrwarr der Willkürmotive, der vereinzelten Willkürmotive. Das sind zwei Seiten von uns. Sie sind verknüpft durch, sagen wir mal, einen allgemeinen Begriff von Intelligenz, der sowohl genutzt werden könnte für vernünftiges Denken über Sinn und Wohl des Ganzen, der aber ohne weiteres auch einfach nur als Werkzeug Intelligenz verwendet werden kann. Wie kann Fressen, Saufen, Sex, Macht möglichst gut befriedigt werden? Wie können wir Werkzeuge und Waffen herstellen, um unsere Willkürmotive bestmöglich zu verfolgen? So, diese Intelligenz kann also Werkzeugintelligenz und Verantwortungsintelligenz sein. Da stehen wir zwischen. Und beides schreit danach, erfüllt zu werden, weil wir uns sonst nicht gut fühlen, weil wir uns sonst nicht wirklich ausgefüllt fühlen, unser Potenzial nicht meinen, verwirklichen zu können. Und gut lässt sich das aus meiner Sicht festmachen an den beliebten Neujahrsvorsätzen. Der Mensch hat ein Bedürfnis danach, sich Ziele zu setzen. Er will sich vorstellen, wie kann ich besser werden? Wie kann ich mich zum Guten, zum Harmonischen, zum Verantwortlichen, zum Liebevollen, zum gottgefälligen Menschen entwickeln? Da hat er das große Bedürfnis, dass er nicht mit diesem kleinen Kram zufrieden ist, sondern er will nach den Sternen greifen, er will sich an Höchstem orientieren. Entspricht unserer Vernunftseele und ihrem philosophischen oder moralischen Ehrgeiz, für Sinn und Wohl des Ganzen am besten zu leben. Auf der anderen Seite ersetzt sich die Neujahrsvorsätze und stellt fest, klappt nicht. Weil er eben andererseits dafür sich so ausarbeiten müsste und auf Dinge verzichten müsste, die ihn als alltägliches Suchtwirrwarr
ziemlich fest einbinden. Dieses Fressen, Saufen, Sex macht, wo die Intelligenz nur als Werkzeugintelligenz missbraucht werden soll, als Erfüllungsgehilfe für diese Befriedigung der Splitterinteressen. Und das ist ein Problem. Ich glaube, beides kann den Menschen depressiv machen. Wenn er sich höchste Ziele setzt und hat das Gefühl, mein Bauch oder meine ganz normalen menschlichen Bedürfnisse wird jetzt nicht mehr erfüllt. Ich werde jetzt zum Asketen hier und habe keinen Spaß mehr am Leben oder so. Das setzt mich so in die Wüste aufs Trockene. Kann sein, dass ein Mensch dann angesichts der hohen Ziele, die er sich setzt, depressiv wird, weil der Bauch nicht mitkommt, um es mal so zu sagen. Auf der anderen Seite wird aus meiner Sicht jeder Mensch früher oder später depressiv oder er kriegt die große Krise, wenn es ans Sterben geht, wenn er nicht rausgekommen ist aus der Bindung an diese einzelnen kleinen Splittermotive und das Denken, um die Einkaufspreise zu vergleichen oder um Manipulationsstrategien im Leben zu entwickeln, wie man möglichst viel verfressen, saufen, Sex, Macht rausbekommt. Das zerfrisst die Seele von innen schon das ganze Leben hindurch, wenn man sich hauptsächlich daran orientiert. Und wenn er das irgendwann zwischendurch bewusst wird, und dann vielen kann es zumindest, wenn es kein schneller Unfalltod ist, vor dem Tod bewusst werden, dann ist es die Hölle auf Erden. Zu wissen, für diesen kleinen Splitterkram habe ich an meinem eigentlichen Wesen, an dieser Vernunftseele, die mich nach den Sternen greifen lassen kann, vorbeigelebt. Oder habe das ganz bewusst in die Mülltonne geschmissen, diese Dimension des Menschseins. Also das ist mir völlig klar, das kann sowieso nicht der Weg sein. Das heißt, der Mensch müsste gerne mit Hilfsmitteln, wie nicht Liebesarbeit, Bruno Gröning, organisches Denken und so weiter. Also auch das Erspüren seiner Vernunftseele. Also in mir, muss ich sagen, ist das, was mir hauptsächlich Kraft gibt, dass ich mein Wesen spüre und dann kann ich auch daraus leben. Da ist ja was. Da ist ja meine eigentlichste Substanz als Mensch. Und insofern, er sollte sich die bewusst machen, der Mensch, dass er diese große Verantwortungsdimension braucht, um glücklich zu werden. Und dass er sie erarbeiten muss. Und ich füge hinzu, also ich bin jetzt, weiß Gott, niemand, der jemanden da aufs Nagelbett binden will oder jetzt sagen will, er muss die Askese ohne Abweichung durchziehen können. Er muss da zum hundertprozentigen Heiligen werden und darf keine menschlichen Schwächen oder Gelüste mehr haben. Bin ich ganz und gar nicht der Ansicht. Ich bin der Auffassung, dass die Menschheit halt die ganze Geschichte hindurch, aber das, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig, nicht als Hauptleitmotiv diese oberflächliche Gier und Gelüste und was weiß ich und Bequemlichkeit gesetzt hat. Also niemand, der in der Geschichte, in der Philosophie sich das angeschaut hat, hat gesagt, ja, das ist jetzt das höchste Ziel des Menschen. Doch, die Hedonisten oder so. Aber lassen wir dann mal weg die Außenseiterreaktion. Ansonsten hat das kein Mensch als das erfüllende Leitziel des Menschen dargestellt. So, aber alle haben eigentlich auch immer gesehen, dass das ein Faktor ist, der berücksichtigt werden muss, um dem Menschlichen gerecht zu werden. Und zu allen Zeiten haben die Menschen fiktive Spielwiesen und sowas entworfen. Die Mythologie, Theater, Drama, Literatur, all das waren Wege der Fantasie und der Ersatzfeldmöglichkeit des Menschen, Spielräume zu geben, wo er seine Monster-, Menschen-, Götterfantasien projizieren konnte und auf eine möglichst schadlose Weise eben fiktiv oder auf der Spielwiese ausleben konnte. Da haben wir es heute leichter als je zuvor. Also ich würde jedem Menschen, wenn ihm klar ist, ich muss mir über die große Verantwortung Gedanken machen, sie muss das Leitmotiv für mich sein, die Menschen um mich herum, die Gesellschaft und auch die Pflanzen und Tiere und Mutter Erde müssen sich darauf verlassen können, dass ich danach im Wesentlichen funktionieren will und auch funktionieren kann. Wenn ich es nicht kann, darf ich meinen Steuerruder schon nicht nehmen. Die gute Absicht reicht dann nicht. Wenn Kinder nicht versorgt werden, die versorgt werden müssen, die was zu essen haben müssen, kann ich nicht sagen, ich hatte aber die gute Absicht. Das heißt, die verantwortliche Steuerung muss an die Menschen dann auch wirklich gegeben werden, die diese Verantwortungsmaßstäbe erfüllen können. Und dann könnte man von mir aus jedem, habe ich auch meinen engsten Verbündeten in Schenker-Bewegung immer zugestanden, kann jeder hingehen heute gerade mit der digitalen Welt und kann da in seine Ecke sich setzen und den Vorhang vorziehen und kann zum, was weiß ich, Monster oder Monsterjäger werden und so weiter. Er muss halt nur schauen, dass das so eine Art Ventil ist, um auch seine Energien schadlos verarbeiten zu können. Auch diese wildesten kreativen Fantasien.
ohne dass es sein Leben bestimmt, ohne dass es ihn zu einem Suchtcharakter macht, ohne dass es ihn unfähig macht, da wo es drauf ankommt, für die Vernunft und Verantwortlichkeit da sein zu können. Also ich glaube, wir brauchen die Balance, aber es muss erstmal offen und tabulos alles überhaupt angeschaut werden können. Wir müssen darüber nachdenken und wir müssen Konzepte entwickeln, wie funktioniert die echte, vernünftige Verantwortlichkeit. Also ich glaube, diese von dir beschriebenen Monsterenergien und Spielwiesen sind auch Ablenkungen. Also dass man da auch in der Hingabe für den Moment, in dem Bewusstsein, verbunden mit Gott und damit auch mit allem, mit dem anderen Ende der Erde zu sein, da braucht man keine Monsterenergien mehr. Aber ich weiß, was du da meinst und es ist ja keiner perfekt. Ne? Und deswegen, das ist auch das, glaube ich, wo du drauf hinaus wolltest. Ich wollte aber eben auch noch einen anderen Punkt sagen und zwar, du hast ja so Begriffe genannt wie Vernunft, Seele und was war das noch? Werkzeug, Intelligenz und Verantwortungsintelligenz. Ja, oft wird ja so der Begriff Vernunft, dann sind wir auch beim Verstand wieder, so ja, negativ betont im Sinne, naja, wir sollten uns aufs Herz besinnen, auf die Gefühle. Wobei die Liebe ja auch eigentlich eine Schwingungsebene ist, eine Energie und jetzt kein Gefühl. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, aber in diesem menschlichen Trennungsgedanken wurden da, glaube ich, so Trennlinien gefasst. Und dieses Nachdenken in Liebe, also da bin ich so froh, als Mensch geboren zu sein, wo ich ganz gut planen kann. Also ich kann Termine planen, bei Begegnungen mir Gedanken machen, wie ich es möglichst schön gestalten kann. Also da ist diese, ja, vielleicht nennst du, ist es dann die Werkzeugintelligenz, dieses Nachdenken aber sehr gut, wo ich auch mit dem Verstand reflektiere. Und das ist in keiner Weise irgendein Gegensatz oder ein Abspaltungselement von der Herzensintelligenz oder auch dann gibt ja auch die empathische Intelligenz. Ich würde vielleicht noch so einen Begriff suchen, sowas wie die sinnliche Intelligenz, also mit allen Sinnen wahrnehmen können und da schon Situationen proaktiv erspüren können, was jetzt nicht heißt, nicht im Moment zu sein, wenn ich jetzt sage proaktiv, im Gegenteil, den Moment richtig voller Hingabe zu bereiten dann. Ich glaube, das spielt alles so zusammen. Und so wie eben wir viele Facetten erkennen können, so brauchen wir nicht Dinge wie jetzt zum Beispiel die Virologie, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo wir auch bei diesen PCR-Tests sind und so weiter, wo ja mit einem riesen Vergrößerungsglas auf kleinste Dinge geschaut wird, was nicht schlecht sein muss, aber schlecht ist es dann unverhältnismäßig zu verabsolutieren und alles andere dem unterzuordnen, so wie es teilweise im Moment ist, sondern eben tatsächlich alles in Betracht zu ziehen. Ja, das fiel mir dazu noch ein. Ja, ich danke dir. Also, ich will keinen aufs Nagelbett binden, ich will aber auch keinen dazu bringen, was weiß ich, in der Ecke zum Monsterjäger zu werden, der sagt, das brauche ich doch gar nicht. Also, ich stehe mit großer Achtung vor den reinen Heiligen und Asketen, die dieses menschlich allzu menschliche gar nicht mehr als Problem haben. Aber das sollte man nicht verallgemeinern. Ehrlich gesagt habe ich keinen solchen Heiligen und Asketen bisher getroffen. Ich selber bin kein solcher Heiliger und Asket. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da vor einem Pulverfass stehen, der Menschen, weil wir erleben ja sogar jedes Mal, wenn wir nach Menschen suchen, mit denen sich überhaupt auch nur reden lässt über diese Verantwortungsdimension, was für eine Scheu und Angst und Kommunikationsverweigerung dann einsetzt. Und nicht, weil sie widersprechen. Also keiner sagt dann, nee, ist verkehrt, das ist doch gar nicht verantwortlich. Also hier ist ein ganz anderer Weg, der ist eigentlich verantwortlich. Sagt kein Mensch. Aber ist auch keiner da, wenn er diese Grundweichenstellung erklärt bekommen hat und vielleicht zugestimmt hat, um das jetzt weiter zu verfolgen. Wir leben in einer Welt, wo die Strategie, die Menschen zu oberflächlichen Konsumsüchtigen zu machen, wo Sex and Crime von der Werbung bis zur Konsumwelt alles bestimmt in einer Weise, dass man sich schon fragen muss, kriegt man da überhaupt noch einen rausgerissen? Ja, wenn ich kurz sagen darf, apropos Konsum. Also tatsächlich ist ja Konsum nicht nur in die Geschäfte gehen und zu kaufen, sondern Konsum kann auch sein, andere Menschen, andere Methoden zu konsumieren, Begegnungen zu konsumieren. Das ist das, was ich vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, das meine ich auch mit diesem, den Raum öffnen, voller Hingabe da zu sein. Das ist dann nämlich die eigene Fülle des Herzens, die ich biete. Und in dem Sinne
konsumiere ich nicht eine Situation ab, sondern bin da. Und idealerweise natürlich, und das ist das, was wir lernen dürfen, wo ich eben denke, über die vielen Jahrtausende Herrschaft und Krieg und Mord und Totschlag haben wir das nicht so gelernt bisher. Aber das dürfen wir lernen oder wieder erlernen, denn wir kommen ja aus der Liebe und aus dem Licht, dass wir wirklich auch Strukturen, die eben erwartungssicher und verlässlich sind, bilden können. Also Wohnstrukturen, Bildungsstrukturen, nicht so, ach, mir ist heute mal gefühlsmäßig nach dem und morgen schon wieder nicht und dann steht morgen schon wieder jemand im Regen, sondern diese freiwillige Verantwortung. Und Verbindlichkeit. Verbindlichkeit und Verantwortung für sich, aber auch für die Mitlebewesen. Also ich habe 4 Hunde und 4 Katzen und die meisten davon sind vom Tierschutz und nicht gerade einfach. Das sind verhaltensoriginelle Tiere, wo es wirklich auch jeden Tag sich stellt, diese Hingabe mit denen zusammenzuleben, die ich aber nicht missen möchte, dieses Zusammenleben. Es gibt so viel zurück, das ist so wunderbar und da lerne ich auch so viel. Und so eben würde ich mir das mit den meisten Menschen auch wünschen. Da komme ich auch nochmal dazu. Es ist ja dieses Thema tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Therapie in sozialen Einrichtungen, auch in Deutschland jetzt seit einigen Jahren schon immer mehr im Kommen. Und wo ich jetzt mittlerweile mich verorten würde, eher in kritischer tiergestützter Pädagogik und kritischer tiergestützter Therapie, wo ich auch den Menschen, die ich darin ausbilde, sage, es ist wichtig, dass wir nicht auf Lasten der Tiere irgendwelche Maläste lassen, sondern eben uns selber der Verantwortung dem Patienten gegenüber, dem Schüler gegenüber, der Situation, der Interaktion gegenüber stellen und eben im Grunde die Tiere ich gar nicht bräuchte. Man sagt auch nicht mehr so in vielen Bereichen nicht mehr tiergestützt, sondern tierintegriert, aber das ist eine Wortglauberei oft, sondern die Tiere als Freunde da sind und ich in meinem eigenen Mensch-Mensch-Konzept es eigentlich habe, dass ich die Nähe zulasse, dass ich nicht nur den Hund knuddele und deswegen wacher bin als alter Mensch vielleicht, der kaum noch wach ist über den Tag, sondern eben das auch mit Menschen machen kann. Und da eben ja, geht es darum, sich einfach wieder mehr zu öffnen und natürlich auch ins rechte Maß zu kommen und auch in die Achtsamkeit, dass man jetzt auch niemanden natürlich überfordert, ist ganz klar. Aber wir Menschen eben füreinander mitmenschlich sind und liebevoll sind. Und da heute Valentinstag ist, darfst du auch einen Kuss bekommen. Den bekommst du nur am Valentinstag. Nein. Jeden Tag ganz viel Küsse und Lob und freudiges Sein. Danke dir, Schatz. Danke dir. Ja, ich wollte noch hinzufügen übrigens. Ich glaube auch, dass die Vorstellung von uns Menschen als den unschuldigen Heiligen, die über den Wolken schweben, geht auch an unserer menschlichen Entwicklung ein Stück weit vorbei. Weil ich habe vorhin gesagt, es gab die Mythologie, es gab das Theater, das Drama, die Literatur, die Fantasiewelten, Science Fiction. Es gibt aber auch die Träume. Es gibt das Unbewusste und Unterbewusste in uns, was auf keinen Fall verdrängt werden kann, sondern was integriert werden muss in eine komplette Persönlichkeit, sage ich mal. Das heißt, der Weg zur Erleuchtung oder zur Erfüllung wird am Ende sein, ein vollständiges Bewusstsein erlangen zu wollen. Erstmal von sich selbst auch in allen Schichten, die man da hat, und dann von der Welt, von dem Gesamtzusammenhang. Und in der Tat, die Anke hat das jetzt wieder angesprochen, das setzt aber voraus, dass wir aus diesen kleinen Splitterwelten rauskommen wollen, dass wir in Zusammenhängen erleben wollen, denken wollen, uns dadurch die Verbundenheit mit der Welt verschaffen können. Wir haben heute viele Menschen, die sind so splittersüchtig, also auch so drauf aus, auf die Augenblickseffekte, die Augenblicksbelohnungseffekte, die Befriedigung dieser Splittermotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht, dass es eben ganz schwer ist, mit ihnen halt so im Zusammenhang nachzudenken, den Blick für diese Verantwortungsdimension so zu öffnen und zu schauen, konkret auch zu schauen, was brauchen wir dafür, um diese Verantwortungsfähigkeit zu bekommen. Dass da, wo es ernst wird, wo andere sich auf uns verlassen, wo es um Versorgungsgrundlagen geht, um Menschen, Tiere, wie auch immer, dass die nicht bedroht sind, dass die nicht Angst haben müssen, von uns fallen gelassen zu werden, dass wir wegen unserer Unfähigkeit, über unseren Augenblickskick hinaus zu schauen, völlig unberechenbar für sie sind oder zu unberechenbar jedenfalls für sie sind. Okay, also insofern, ich glaube, es ist schon völlig okay, auch wenn der Mensch diese Vollständigkeit seines Bewusstseins haben will. Aber dazu gehört eben auch, die Dinge alle an ihren rechten Platz und ihr rechtes Maß im Ganzen zu setzen.
Eine kleine Anekdote am Rande. Unser Sohn hat gestern Abend ein großes Erfolgserlebnis gehabt, weil er hat ein anspruchsvolles Puzzle zusammengesetzt. Und ich habe ihm da auch versucht, deutlich zu machen, Puzzeln ist was, das braucht man fürs Leben. Also man, natürlich muss man nicht direkt so ein Puzzle machen. Aber dass man die einzelnen Teile, mit denen man zusammenkommt und die am Anfang noch nicht so geordnet sind, dass das das geordnete Ganze ergibt oder dafür auch passt, das muss man lernen. Und das kann man nicht lernen, wenn man nur auf die einzelnen Teile schaut, sondern da muss man den Blick auf das Gesamtmotiv richten. Wofür denn überhaupt? Oder was ist dieses Bild, was die Welt haben möchte, was Gott für die Welt haben möchte, was unsere göttliche Seele in uns für die Welt haben möchte? Wir können nicht die einzelnen Teile an ihren rechten Platz und in ihr rechtes Maß setzen, ohne den Gesamtzusammenhang überhaupt wahrnehmen zu wollen oder uns danach richten zu wollen. Wenn wir beim Puzzeln, beim Lebenspuzzeln, sage ich jetzt mal, immer nur auf eine bestimmte Stelle gucken, unsere Stelle, wo wir uns gerade einrichten wollen oder für Fressen, Saufen, Sex, Macht, möglichst was rausbekommen wollen, und wir nehmen die Puzzleteile und schnibbeln hier was ab und reißen hier eine Ecke weg und so und dann setzen wir es zusammen, damit es für unsere kleinen Tellerrandmotive ein gefälliges Bild ergibt, ohne auf das Gesamtbild zu achten. Das führt für niemanden zur Erfüllung oder Zufriedenheit. Und wenn wir dann auch irgendwann scheinheilig sagen, ach guck mal, das Puzzle im Ganzen funktioniert ja gar nicht oder so, dann wird es besonders schlimm. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir eine andere Ehrlichkeit im Umgang mit dem Leben bekommen. Und dann würden wir dadurch auch zufriedener und weniger in der Gefahr, in Depressionen zu verfallen oder vor unlösbaren Problemen zu stehen. Und ich hatte ja gesagt, ich will, oder erstmal noch zur Abrundung. Also das ist die Verantwortungsreife. Wie sähe, und das wollte ja die Anke, dass ich das ein bisschen beschreibe, wie sähe denn eine Art von gemeinsamer Entscheidungskultur von Menschen aus, die auf dieser Verantwortungsreife beruhen würde? Und das wären Menschen, die ihr Steuerruder selbst wieder in die Hand nehmen, sage ich, guck nach den Folgen unter Kriterien wie Menschenrechte, Erdkarterechte und so weiter. Ich teile meine Entscheidungen oder mein Steuerruder mit anderen Menschen, die auch diese Verantwortungsorientierung, diese Verantwortungsreife haben, also wo sozusagen diese Gewissensgrundwerte geklärte gemeinsame Voraussetzungen sind, verlässliche gemeinsame Voraussetzungen sind. Mit diesen Menschen teile ich mein Leben auch als Entscheidungsgemeinschaft und dabei, da, wie ich ja sagte, es nicht nur darum geht, ne, verantwortlich ist das, was mir gut tut, sondern verantwortlich ist das, was allen gut tut, weil mir global denken, lokal handeln gut tut, dann würde das bedeuten, dass der fundierte Konsens, also fundiert dadurch, dass diese Gewissenswerte halt zur Voraussetzung gemacht sind, dieser fundierte Konsens würde zu einer Menschheitskonsensdemokratie werden. Das heißt, also erstmal strukturell, dann sind da Basisgruppen, die sich gut genug kennen und so miteinander zusammengewachsen sind, dass sie auch Konsensbasisgruppen sein können. Also Einstimmigkeit, nicht eine Mehrheit bestimmt über eine Minderheit, nicht ein König oder eine kleine Gruppe bestimmt über die anderen, sondern man setzt sich zusammen und findet Lösungen, womit zumindest alle leben können. Es gibt verschiedene Stufen, noch der Begeisterungsfähigkeit, also 6 Stufen kennt man normalerweise im Konsenskonzept. Und das reicht von höchster Begeisterung bis zu Veto. Man will eine Entscheidung rauskommen, wo keiner Veto sagen muss, also wo jeder sagen kann, damit kann ich zumindest leben. Oder ich sehe auch nichts Besseres, ne? Und deshalb sollten wir es jetzt so machen. Das ist die Konsensatmosphäre, auf die man dann Wert legt. Und für die überregionalen Entscheidungszusammenhänge würde man in dieser Basis, Konsensbasisgruppe, Sprecher wählen, die dann in Sprecherräte gehen. Und diese Sprecherräte sind natürlich ganz anders verantwortungsverwurzelt, dadurch, dass sie so aus diesen Konsensgemeinschaften kommen, als das, was da heute an Politikern in die Parlamente gewählt wird. Was oft in unserer anonymen Massengesellschaft bedeutet, dass sie schon in einer Stadt oder woher sie auch kommen, einfach gut genug Konsumversprechungen machen konnten, um von einer Mehrheit von Wählern gewählt zu werden. Oder andere Manipulationstricks und Geschicklichkeiten, die da ausschlaggebend sind. Also das ist die formale Struktur, wie sich der Anarchismus und auch Mahatma Gandhi solche Konsensentwicklung, die Entwicklung einer Konsensgesellschaft vorgestellt haben. Und ich betone, wenn dabei dieser Gedanke der Menschheitskonsensdemokratie wirklich gelten soll, also wenn alle diese Menschen die Verantwortungsreife des global denken, lokal handeln haben, des post-conventional Levels, dann werden die sagen, wir gehen jetzt nicht nur danach, wenn wir uns hier an den Tisch setzen, ne, alle, die jetzt da sind, was entscheiden wir jetzt hier, ne, unsere jetzt vorhandenen Stimmen,
sondern wenn Demokratie bedeutet, dass alle, die von einer Entscheidung betroffen sind, auch mit berücksichtigt werden sollen oder mitentscheiden können sollten, dann muss man die Interessen der Kinder der Zukunft, also der armen Kinder am Ende der Welt oder der Kinder der Zukunft, mit berücksichtigen, als Stimmen mit berücksichtigen. Und wenn man das realistisch mal rational macht, dann ist klar, das sind die entscheidenden Stimmen. Weil die Kinder der Zukunft sind viel mehr Stimmen und es sind für die Entwicklung, für die Zukunft eben, die entscheidenden Stimmen, die entscheidenden Personen, die entscheidenden Menschen, nach denen muss sich das auch maßgeblich richten. Das heißt, mein Bild, was ich immer so sage im Vergleich, wenn heute eine demokratische Wahlentscheidung da ansteht und dann würden irgendwelche Parteien hinkommen, im Moment können wir fast alle Parteien nehmen, weil die alle so betrügerisch drauf sind, aber da sage ich gleich im Konkreteren noch was zu, und dann würden die Parteien hingehen und sagen, ja, hier haben wir einen Wahlvorschlag zu machen, der wird für 99% mehr Geld im Portemonnaie bedeuten und so weiter, ne? Wählt uns. Und dann würde ein Wissenschaftler auftreten und würde sagen, also diese Entscheidung schädigt in beweisbarer Form die Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft. Dann liegt die maßgebliche Stimme bei diesem Entscheidungsprozess bei dem Wissenschaftler. Und solange das nicht eine ganz geklärte Voraussetzung ist, in all den Köpfen, die hier über die Straßen laufen und die meinen, dass sie mündig sind und mitentscheiden wollen, solange sind wir im Wesentlichen nicht verantwortungsfähig. Nicht als einzelne Menschen und nicht als Gesellschaft. Und diese Dinge müssen tabulos auf den Tisch kommen. Da hat sich jeder mit zu beschäftigen. Das ist ab der Grundschule wichtiger als Lesen, Schreiben und Mathematik, die Verantwortungslogik reinzubekommen. Weil sonst wird sie nicht kommen. Sie kommt nicht mehr automatisch, weder durch unseren Instinkt von innen und sie fällt auch nicht von außen auf uns drauf wie der Regen. Sondern das muss verstanden und gewollt werden und dann kann es was werden und sonst wird es niemals was werden. Ja, das ist auch dieses proaktive Handeln und weg von diesem, ich wähle das kleinste Übel. Wie kann ich den Job kriegen, wo ich vielleicht entweder am wenigsten arbeiten muss oder am meisten Geld verdienen kann oder so, sondern es geht da um ganz andere Themen. Ne? Und da hast du vollkommen recht, das muss kommen, das darf kommen. Genau, und wenn, also jetzt habe ich das ja beschrieben mit dieser Entscheidungskultur und ihren Strukturen. Ich würde das gerne noch ein bisschen übertragen jetzt auf die ganz konkrete Situation, mache ich ja gerne auch bei den Videos. Ich sehe die Corona-Entwicklung in einer ganz gefährlichen Kippsituation im Moment. Denn auf der einen Seite gibt es die, ich sage jetzt mal, Maßnahmenkritiker, auch die Wissenschaftler. Also ich betone mal, es ist nicht so, dass wir einen super tollen, einheitlichen Wissenschaftlerkonsens für die Regierung hätten. Wir haben nur immer weniger Sichtbarkeit der abweichenden Meinungen, weil allein in den letzten paar Tagen sind, glaube ich, von Videos, die Videolinks auf YouTube, die ich jemanden geschickt habe, oder die ich in meinen Weckruf, da komme ich gleich zu, reingeschrieben habe, jetzt Weihnachtsweckruf oder Weckruf, jetzt für alle Politiker und Strippenzieher und alle Menschen, da habe ich ein paar Links reingesetzt von YouTube mit wichtigen Aussagen von Wissenschaftlern, lauter Fachleute, Professoren, auch für das Gebiet, für ihr Fach. Und das wird einfach rausgelöscht, weil es nicht dem Mainstream entspricht. Also da zu sagen, ja guck mal, wir haben einen tollen Wissenschaftlerkonsens, wenn man die Gegenstimmen unsichtbar macht. Wir haben keinen Konsens, wir haben nur eine Unsichtbarkeit der anderen Stimmen. Und das ist zutiefst undemokratisch, das ist zutiefst manipulativ, korruptiv und gegen die Menschenwürde. Also das müsste auch mal viel deutlicher wieder bewusst werden. Dass der Schlüssel für alles unter uns Menschen als denkenden und sprechenden Tieren, als besonders mit dieser Vernunft und dieser Sprach- und Argumentationsfähigkeit begabten Lebewesen, der entscheidende Schlüssel ist, dass wir dann auch miteinander denken und sprechen und nicht, dass sich auf andere Weise durchgesetzt wird. Also ich nenne das freie Argumentekultur als Zentralschlüssel für eine gute gemeinsame Entwicklung der denkenden und sprechenden Wesen. Und also die Kippsituation im Moment ist so, dass die Argumente der Maßnahmengegner, die werden durch manches, was wir nicht übersehen können und was nicht mehr vertuscht werden kann, werden die stärker. Also dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, Corona, ob Corona jemals der große Killer-Virus war, sei dahingestellt, wird ja umstritten. Aber dass es das jetzt nicht mehr ist mit dieser sogenannten Omikron-Variante, sondern dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es vergleichbar zur Grippe
wird. Das ist eigentlich jetzt von den wissenschaftlichen Fakten her, den gesundheitlichen Fakten her, nicht mehr zu vertuschen. Und dass dann es nicht mehr gerechtfertigt ist oder niemals vorher auch als gerechtfertigt angesehen werden konnte, Grundrechte der Menschen zu verletzen, ihre Grund- und Freiheitsrechte zu verletzen, in einem Ausmaß, wie das hier jetzt geschieht, und mit der Impfpflicht sogar noch zugespitzt werden soll. Das ist argumentativ, wird das immer schwieriger zu vertuschen. Also wir haben jetzt gerade noch